Hauke. Voll cool. Es hat echte Beine. Von außen sieht man nicht, dass es Beine hat. Wirkt einfach nur, als würde es sich so vorwärts robben. Boah, das schaut alles schon so schön aus. Es könnte ein Werbespot für den Billa Energiebündeldrink sein. Schaut doch viel besser aus. Trink doch mal, aber schau ein bisschen so schräg links. Perfekt, man sieht die Marke, den Namen. Wow. Lustig, der Sand macht so Geräusche schon. Ja, ich weiß. Land in sich. Zelte in sich, ja. Das ist überhaupt eine sehr interessante Landschaft, weil die Hügel sind ganz grün, aber gehen ganz steil hinauf. Und der Sand ist irgendwie auch so hoch. Das Wasser ist ganz kalt und ganz klar. Das ist wirklich fast senkrecht. Das ist so wie eine Möbellandschaft. Aber das sind wirklich Steinplatten balanciert auf Stecken. Ich draußen kann nicht angreifen. Und ganz viele Muscheln. Wow. Schön. Und da vorne sind Hängematten. Es ist so beeindruckend sauber, der Strand da. Also wirklich kein angeschwemmter Müll. Ja, auch nichts, was da gelassen wurde. Und das ist natürlich extrem schön. Wenn man in Kroatien halt immer den Müll ausblenden muss, ist es eh auch super schön. Aber das ohne Müll ist halt schon viel schöner. Da hinten sind ganz viele Zelte. Und da gibt es so eine Art Magazin. Also das ist ein Shop und den haben sie da einfach mitten ins Nichts gezimmert. Ja. Also das dürfte im Sommer schon ein toller Beachort sein. Ja. Aber es wird keinen Sinn machen, dass hier Kühe sind. Naja, drüben auf dem Schild steht Kühe verboten, also. Naja. Bis dorthin sind Kühe erlaubt. Also hier klettert ein Traktor den ganzen Strand. Es gibt einen Steg, einen ganz schönen Beachclub, kann man das sagen? Ja, wie eine Bar. Und so neue Häuschen. Aber alles noch ohne Leute. Ich möchte kurz über meine Schuhe sprechen. Ich habe nämlich jetzt so Barfußschuhe. Die habe ich als erstes bei Didi und Andrea live gesehen. Und sie sind so bequem. Also ich kann sie wirklich empfehlen, weil es ist wirklich wie, als würde man barfuß gehen. Aber man muss sich halt keine Sorgen machen, dass man jetzt Schiefer kriegt oder sich irgendwie schneidet. Weil wir sind halt oft, wo Glassplitter liegen. Und oft, wo das nächste Krankenhaus nicht so nah ist. Und es ist halt so bequem. Also ja, auch wenn sie nass sind, reibt das nicht oder so? Es ist, ja, wenn man sehr empfindlich ist, zum Beispiel bei Sand, wenn das Wasser jetzt reinschwebt, dann bleibt das Sand drinnen, das Wasser geht raus. Dann kann man sich schon reiben oder sowas. Ich habe die Oldschool-Variante. Ja, und du hattest schon einen Schiefer, eine Liste. Die Karin geht ja eigentlich fast überall barfuß. Ja, bei der letzten Reise war es halt so, dass er immer gesagt hat, Karin, da können überall Splitter sein und Scherben und so. Deswegen habe ich jetzt die Schuhe. Also ich bin auch in Wien in der Stadt damit rumgegangen. Also ja, nach einer Zeit ist es ganz normal. Und diese Apartments da drüben. OMG. So schön. Es ist alles eben. Die Front ist immer verglast, eine Wand ist dazwischen. Jeder hat seinen separaten Garten. Mhm. Und eben die Aussicht ist. Wow. Und im Garten hat jeder einen eigenen Pool. Wow, mein Gott. Das ist aber nicht schlecht. Das ist das nächste Grundstück und es ist auch so schön. Aber es schaut ein bisschen seltsam aus. Dieser saftig grüne Rasen neben dem Strand. Aber holla. Also wir haben das Ende erreicht vom Strand und dort steht unser Auto. Wir haben jetzt eine Stunde hergebraucht. Wir sind gleich da. Juhu. Wir haben einen Stellplatz in erster Reihe ohne sandige Füße. Ja. Aber dafür mit Disteln, also ich weiß nicht. Boah, ganz viele Disteln. Oh. Hier macht es nichts. Normalerweise sollte diese Fläche ja mehr oder weniger frei sein. Aber jetzt, dadurch, dass wir noch ein paar Sachen zu tun haben und so Material zum Reparieren eingekauft haben, ist die eigentliche Gemüsekiste voll mit anderen Sachen. Da liegt ein Sandblech. Aber um was es noch mehr geht, ist, und zwar, es ist offiziell, die Fender Around Europe
haben all ihre Ideale über Bord geworfen. Ich bin nicht dafür. Okay, ein Teil von Defend Around Europe hat alle seine Ideale über Bord geworfen. Und? Erkennt man es schon? Nein, man erkennt es nicht, weil es so gut perfekt hineinpasst. Das ist ein Teppich. Und unter diesem Teppich. Yeah. Nein! Was? Kurze Vorgeschichte. Wir hatten ja immer dieses tolle Brett, wo wir draußen gekocht haben. Und somit ist der Dampf, der Dunst, immer rausgestiegen. Hm. Und somit hatten wir das Problem, dass wir hier zwar jetzt Platz hatten zum Kochen, aber der Dunst ist immer ins Auto gestiegen. Ja, weil wir das Holzbrett nicht mitgenommen haben. Nein, weil wir haben keinen Platz. Ja, es sind da jetzt auch keine Kisten mehr zum Halten. Also. Genau. Ja. Jetzt war ich eben bei Decathlon in Varna und da gab es eben einen Tisch, der hier perfekt hineinpasst. Genau, von der Breite, von der Länge. Man kann eben trotzdem noch hier reinsteigen, drauf sitzen, weil die Tischplatte halt so flach ist, dass sie nicht beult oder so. Und ja, er ist noch eingepackt, weil ich noch nicht sicher war, ob die Karin das gutiert oder ob sie sagt, oh mein Gott. Ich habe oh mein Gott der gesagt. Der Tisch oder ich. Aber okay, so schlimm war es nicht. Wir haben jetzt noch Abend gegessen, haben das Dachzelt schon vorbereitet. Jetzt werden wir schlafen gehen. Mit dem Geräusch von den Wellen und es ist unglaublich schön, da zu sein. Aber keine Hunde. Endlich wieder mal keine Hunde. Ja. Entweder habe ich mir eingebildet oder da war gerade ein Glühwürmchen. Na, ich sehe etwas blinken. Ich glaube nicht, dass man das im Video sehen kann. Nein, sicher nicht, aber so cool. Ah, stell das sich einfach vor. Ja! Wow, ja. Ist das cool. Guten Morgen. Sonnenaufgang ist natürlich etwas früh. Also mache ich jetzt gerade Tee, weil es ist doch wirklich frisch. Aber hier einfach aufzustehen und schon an so einem schönen Ort zu sein, das ist echt besonders. Hier mit dem Laptop am Tisch. Die Luft ist so gut, es ist so feucht, salzig, frisch. Es sind so hohe Wellen. Kann es sein, dass das Schwarze Meer weniger salzig ist? Das ist nicht so salzig, super. Das ist voll lustig, weil da geht es runter. Und dort hinten ist es dann nochmal flach mit Sand. Und die Wellen sind urstark. Ich habe mich heute Vormittag an den Strand gelegt und dachte, ich werde noch ein paar Seiten im Buch lesen. Und ich habe jetzt fast das ganze Buch fertig gelesen und habe ein bisschen einen Sonnenbrand. Ja, also der erste Tag am Strand war schon mal sehr schön. Wir werden jetzt mit der Reparatur beginnen von der Sicherung und dem Sicherungshalter. Aber wir sind aber ganz zuversichtlich, dass wir jetzt alles haben, was wir brauchen. Okay. Wir haben dann noch einen Elektriker in dem Geschäft gefragt, ob es gescheit ist, das mit so Lötzinn zu füllen, damit dann die Verbindung besser ist. Und er hat gemeint, naja, ist das keine optimale Lösung, aber wir probieren das einfach mal. Also raucht es daraus. Ja, das sieht man gut.
Es ist so wie ein Hitzeschutzschlauch, der nicht vor Hitze schützt, sondern einfach abbrennt. Aha. Die brauchen wir es eh nicht lange. Ja, eh. Aber Feuerlöscher ist dabei. Das Gehäuse vom Lötkolben ist jedenfalls so schlecht isoliert, dass wenn ich einen Plastikgriff in der Hand habe, mein Unterarm das Metall berührt, den Minuspol, dann bekomme ich einen elektrischen Schlag. Und dann muss ich so zusammenzucken, dass ich mir mit der Spitze in den anderen Finger gefangen bin. Mit dem Lötkolben, das hat nicht gut funktioniert. Es gäbe jetzt eben die Möglichkeit, und zwar, dass man den Draht ein bisschen weiter abisoliert, hineinsteckt, wirklich fest zudreht mit der Madenschraube, dass es eigentlich eine mechanische Verbindung ist, dann mit dem Gaskocher so heiß macht, dass das einfach das Ganze mit Lötzinn auffüllt. Dann sollte ja eigentlich Kontakt einwandfrei gegeben sein. Das muss eigentlich funktionieren. Das ist halt ein bisschen Aufwand, weil wir das jetzt quasi neu nochmal machen müssen. Aber mit dem Lötkolben mit 60 Watt geht da gar nichts. Und mit dem Gasbrenner aber geht das super. Und jetzt fließt das da schön hinein. So, ich habe mir hier jetzt eine improvisierte Crimpzange für Rohrkabelschuhe 16 Quadratmillimeter gebaut. Und das ist das Auto. Also das sind circa, ja, ich schätze mal 1,2 Tonnen auf der einen Seite. Der Schraubenzieher soll sich eben als Rille in den Rohrkabelschuh drücken. Eigentlich ein tolles Ergebnis. Jetzt sollten wirklich eben alle Übergangswiderstände so niedrig sein, dass das Ganze nicht mehr warm wird. Wir haben die Ladeleistung jetzt am Ladegerät direkt gedrosselt und jetzt fließen nur noch 30 statt 40 Ampere durch. Und trotzdem wird es noch warm. Und das Problem ist aber, es wird wirklich nicht an der Verbindungsstelle warm, sondern hier direkt, wo die Glassicherung drinnen ist. Also das da wird wärmer als das da. Und ja, es gibt eindeutig schlechtere Arbeitsplätze als hier. Also nach einer Viertelstunde bei 30 Ampere hat es schon 62 Grad. Ich weiß nicht, ob das eben jetzt noch mehr steigt. Also das Gehäuse und so, das kann ich noch angreifen. Aber das eben, die 62 Grad, kann man schon fast nicht mehr angreifen. Wirklich, also besser kann man das nicht verbinden. Dann sind vielleicht einfach diese AGU-Sicherungen Müll. Aber das verwenden so viele Leute, das kann doch nicht bei jedem so warm werden.